Alright, dann hier nochmal weiter. Alter, die knockt mich ja auch jedes Mal aus. Das ist so nervig. Verschwinde hier. Jawohl, Stufe 42. Nice. Es geht echt flott. Bald haben wir ja Level 50 erreicht. Okay, wie komme ich da durch, ohne jemanden zu verletzen? Einfach den mittleren nehmen und dann weiter in die Mitte. Ah, schade. Da denkt man doch, man hat die beste Lösung. Doch dann greifen doch 100 Leute ein. So, Roboter sind im Star Wars Universum immer schwach. Das bleiben. Was ist das denn hier für ein Typen? Guck mal, diese komische Drohne da. Weiß nicht, was sie gerade wollte. So. Bedienen wir das hier mal. Was schießt denn hier? Was bist denn du für ein Typ? Was war denn das für ein Typ, Alter? Da rennt der direkt in das Feuer rein. Ja, leg dich nicht mit mir an. Alter, ist der blöd. Ist der blöd. Seid vorsichtig. Die Republik hat Portos Verrat bemerkt. Beeilt euch, bevor die Hutten entkommen. Okay, Finn und Jerta und Porto den Hutten. Hä, aber gibt's nicht drei? Ich dachte, es gibt noch welche. Oder müssen wir noch einen finden? Gut, treffen wir erstmal die beiden. Konjuta, Kasuyali Koira, Dokantikon. Yasa Unkubas, Taja Bakatun Bonko. Beruhigt euch. Die drei Familien müssen vereint bleiben. Ihr seid unabdingbar für die Mission der Republik. Ihr ruiniert alles. Ihr vermasselt die Show, Jedi. Machen wir unsere Wetten und schauen wir einfach zu. Kinikali Koka. Putula Musta, Wobranik Nampio, Dupushi Wompa. Ruhe, Jilta. Wenn ihr eure Macht behalten wollt, bringt mir die Eindringlinge. Endlich ein Kampf. Na los, komm, Meister Baron Fral. Sieht aus, als wäre es Zeit für Schmerzen. Ki Hasado Bunyo. Ah, natürlich kommen erstmal die Wachen. Ich will den Jedi verkloppen. Ach, Manu. Ja, da verpisst er sich. LOL. Porto, was? Porto ist so geil. Der steht sich gegen seinen Bruder. Porto, richtiger Ehrenmann. So macht man das. Explosionsfach. Erstmal sich gegen seine eigenen Leute widmen. Aber Hauptsache sich selbst schützen. Oh ne, der hat kein Schild. Okay. Wundert mich. So, ach hier. Danke, Porto, für den Hinweis. Sein ein Blick-Klick. Und dort hinten noch. Alter, verpiss doch. Muss hier weitermachen. Okay, der hält echt viel aus. Komm, verschwinde doch endlich. Du stehst mir meine Show. Jawohl. So. Hier noch ein bisschen Tippitappi. Jetzt in der Mitte. Das wird schon wieder. Als ob jetzt auch nochmal Gegner gekommen sind. Boah, die kannst du nicht ernst nehmen. Oh, hier ist was Grünes. Ach, nur Müll. Aber nehme ich mal trotzdem mit. Kann ich alles verkaufen. Gott, jetzt aber. Das war's mit dir. Danke, Porto, nochmal. Hä? Das für ein Ding. Alter. Die sind doch echt Feiglinge. Bring immer nur Roboter her.
mal, diese Jedis, die können nichts. Immer nur die Druiden müssen was machen. Alter. Meine Güte, kein Wunder, dass in den Klonkriegen auch nur Druiden kamen. Weil die Jedis und Siths hatten keinen Bock zu kämpfen. Nur ihre scheiß Klone und Druiden mussten das machen. Oh, was ist denn das für eine geile Robe? Hey, das sieht cool aus. Das nehme ich. Das sieht doch cool aus. Oh, das sieht echt nice aus. Jetzt aber. Come on. Das dritte Mal jetzt hier rumtippen. Ja. Alter, nochmal eine geile Pose. Jetzt gibt's Huttenfleisch. Lecker, lecker. So, Porto. Jetzt will ich aber meine Belohnung. Ikuramo, uban joraliba istimboko. Kadwachi ne bohiga, anulio okba kisa spida perupa. Sayadumbi nu avatikuna. Chibu nik den dogi. Er wird scheitern. Ich freue mich schon darauf, diesen Jedi zu treffen und ihn in Stücke zu schneiden. Kutsi namchi ei, jatomi ma kechu. Ah, und da ist der letzte Hutte. Okay, Brocker. Bumi Chakulka, Dumaji, Taus Azalas Uval. Porto. Ich weiß nicht. Nee, komm. Ich bin diesmal sehr, sehr freundlich und nicht so kaltblütig. Ich töte ihn nicht. Come on, früher haben wir letztens so viele Hutten getötet. Porto, du bist ein Ehrenmann. Also, du darfst noch leben. Gebt mir die auf, Butcher. Dann sind wir quitt. Oh, Walla Wanga, Tuske Walla Wa, da blota Wijawa. Da biska kulbalia, bidi bodenya. Was sind das für Geräusche? Dass ich da irgendwie eingepinkelt oder so. Ich weiß nicht, was das gerade war. Aber Porto ist jetzt ein Mitglied des Imperiums. Gut. Verbinden wir uns mal. Moff Drayson, ich bin in den Hauptcomputer der Hutten eingedrungen. Da haben wir's. Alles, was die drei Familien über die Aufbereitung des Queschgifts wussten. In ein paar Minuten können wir den Vorsprung der Republik zunichte machen. Ich nehme euch beim Wort. Aber natürlich, nur zu. Entschuldigt mich. Unsere Wissenschaftler werden diesen Fund begutachten wollen. Ich kann euch nicht genug danken. Wie ich sehe, habt ihr Chilta getötet und... Porto? Ihr lebt noch? Dieser Idiot. Ich nehme an, wir können ihn benutzen. Ja. Wir haben uns um sein Aufputschmittelproblem gekümmert. Das ist doch gut. Aber unser Kampf ist noch nicht vorbei. Einer der Hutten ist entkommen. Roga, der letzte Anführer der drei Familien. Er ist vor unserem Angriff geflohen. Und als würde der Verlust dieses Huttenschleims noch nicht reichen, haben wir ein neues Problem. Ein mächtiger Jedi-Meister namens Berin Fral ist auf Quesh gelandet. Ach, der, ja. Der wird wahrscheinlich mit dem Roga-Hutten mit dabei sein und ihn beschützen. Ich weiß, ich habe den Jedi getroffen. Fral hat mit den Hutten gesprochen, als ich ankam. Er war nicht erfreut über die Unterbrechung. Ihr müsst ihm Angst gemacht haben. Meister Fral verschwendet keine Zeit. Er sammelt bereits Streitkräfte mit Broger, dem Hutten. Tötet sie beide. Dann wird die Republik kein Standbein auf Quesh mehr haben. Wie ihr wünscht. Sie werden sich meiner Macht beugen. Und dann werden sie sterben. Ich danke euch, mein Sith Lord. Zeigt der Republik, wie schwach sie ist. Ihr findet Meister Fral und Broga in der Quesh-Giftaufbereitungsanlage. Nehmt die Einrichtung auseinander. Sorgt dafür, dass sie den Ort nicht lebend verlassen. Verstanden. Das wird kein Problem. Meine Güte, wie viele Kisten bekomme ich denn hier? Gut. Nächster
Schwachsinn hier. Wo die Schuhe? Ja, okay, die Schuhe bringen eigentlich eh nichts. Die sicher ja nicht. Gut. Ah, ist ja in der Nähe. Also können wir gleich. Sind wir ja gleich da. Geht zur Giftaufbereitungsanlage. Gut, dann bis gleich. Okay, hier versteckt sich der letzte Hutte und der Jedi. Oh fuck, mich hat er gerade irgend so eine Wache verfolgt. Ja, jetzt ist er hier drinne. Jedi-Verteidigerin. Oh, und wieder solche gepanzerten. Uff, das wird wieder was. Hier sich durchzukämpfen. Meine Güte. Geh aus dem Weg. Und du gleich auch. Lass meinen Lieutenant in Ruhe. Nicht Pierce angreifen. Jawohl. Gut. Dann einmal hier durch. Junge, wie kann der Typ denn dort hinten nicht angreifen? Ja, Pierce, kümmerst du dich darum? Ne? Hab da mal keinen Bock. Ja, mach das mal. So, weiter, weiter, weiter. Ich geb einen Fick darauf. Oh, jo, was ist denn das für ein riesiges Areal? Junge, Junge. Sind wir gerade auf Muster fahren? Alter, ich krieg halt wirklich Musterfan-Vibes. Junge, lauf doch bitte schneller. Danke. Schon viel, viel besser. Dicker, Alter. Wieso verfolgen die mich immer? Geht weg. So, noch hier der Große. Der sich auch noch selbst heilen kann. Für einen Penner. Nein, hör auf, dich selbst zu heilen. Pierce, helf mir. Oh, jetzt. Ja. Gut. Immer hier die Schnee. Ich kann hier keinen Transport mitnehmen. Oh, fuck, ich muss laufen. Ja, wie lässig. Einfach hier großen Bogen um die Gegner hier machen. Dann greifen die mich hier schon nicht an. Jawohl. Guck mal, wie die Kampffahrzeuge hier noch früher aussahen. Das ist ja super merkwürdig zu sehen. Ah, ich geh mal hier runter. Kein Bock, mit denen zu kämpfen. Dann hier rauf. Und dann hier rein. So, finde Burger, den Hutten und Meister Frell. Otto hat diesmal sein Versprechen erfüllt. Ihr könnt diese Söldner als seine Bezahlung für eure Gnade ansehen. Oh, das ist echt nett. Also hätten wir ihn jetzt getötet, dann hätten wir keine Verbündeten. Ich sag ja, er ist ein Ehrenmann. Zeit, den Ende zu setzen. Ihr seid beide hässlich. Da Schreck, kommt Burger, das Imperium. Wir sind nicht allein. Hallo. Eure Stärke ist beeindruckend, Sith. Doch keine Macht wird es schaffen, der Republik Quest zu entreißen. Kapituliert ist eure einzige Hoffnung. Widerstand wird den Untergang nur beschleunigen. Versucht nur, mich zu besiegen. Dinga Dwarake Machuba, Mie Grancha Muri Ra. Wahre Jedi brauchen nur die Macht. Du bist gleich kein Jedi mehr. Du bist dann nur noch leckeres Essen. Was kann da ein Porto essen? Der wird sehr hungrig sein. Los, meine Söldner! Los, mein Lieutenant! Zerstört den Jedi! Ja! Reißt ihn seine Macht ein! Muhahaha! Hey! Hier wird nicht Machtstoß gemacht! Hallo!
Du gehst hier nicht weg. Ja, schön in die Suppe rein. Passt auf, wo ihr hintretet, Jedi. Und tschüss. Ah, lecker, lecker. Tula ula, lucha. Ichawa joto du de pita. Minga minga kituita. Nimo tanuv ayola. Tanque kuta. Denkst du, ich kaufe dir irgendwas ab? Broger töten. Netter Versuch, Broger. Aber ihr windet euch nicht hier raus. Also, Porto, der war ein Ehrenmann. Aber du? Fucking Verräter! So ist gut. Ja! Na, hab ich den Hass dieser Scheißrotten genommen. Außer Porto. Porto ist immer noch ein geiler Typ. Ey, nochmal Grüße gehen raus an Porto. Porto, der Ehrenmann. Ich mag ihn einfach. Alter, mein Vieh ist so geil. Wie er auch so eine Mauer auf hat. Ja, da freust du dich. Ja, da freust du dich. Gleich gibt's Happa Happa. Schönes Huttenfutter. Das magst du bestimmt. Gut, dann noch einmal mit Moff reden und dann müssen wir alles hier im Planeten geschafft haben. Ich glaube, die Quest hat mir echt gefallen. Also, die Story hier, die war nice. Optisch, naja, war halt wie Mustafa langweilig. Der Jedi und sein Hutte sind tot. Ausgezeichnet. Die Republik wird toben vor Wut. Ihr habt meinen Dank und den meines Rates. Ohne eure Hilfe würden wir noch immer um die Minen von Quesh kämpfen. Was wird jetzt aus Quesh? Hat das Imperium etwas Bestimmtes mit diesem Planeten vor? Mit der Zeit werden wir das Quesh-Giftgeschäft übernehmen. Und für unser Militär gibt es noch genug zu tun. Die Republik kämpft noch immer. Helft uns, hier genug Leichen aufzutürmen, bis sie auf anderen Planeten Vergeltung üben. Dann bekommen wir unseren Krieg. Doch genießt zuvor euren Sieg. Quesh wird schon bald uns gehören und die Republik wird mit jedem Tag wütender. Ja, das klingt doch gut. Jawohl, wir haben es fertig. Na, guck mal, das sieht doch gut aus. Hier, ich will das mal ansehen. Wie sieht denn das aus? Boah. Ja, gewöhnungsbedürftig. Gut. Aber gehen wir jetzt erstmal nach Hause. Zu unserem Schiff. Unsere Auszeit haben wir genossen. Das haben wir auch echt verdient. Gut. Dann hat, glaube ich, noch Barriss was zu reden. Mein Meister Darth Vention ist bestürzt. Da sein verdeckter Angriff offenbart wurde, ist der Vertrag von Coruscant verletzt. Und offensichtlich hat Moff Masken den Angriff von Admiral Monk nicht überlebt. Was ist geschehen? Ich habe den Moff getötet. Masken hat uns beschuldigt, wir hätten ihm eine Falle gestellt. Also habe ich ihn ausgeschaltet. Hat er das wirklich? Faszinierend. Ich schätze zwar sehr, dass du unseren Namen verteidigst, aber falsche Anschuldigungen verursachen doch nur geringen Schaden. Musstest du ihn wirklich töten? Ja, ich kann die Wahrheit. Spart euch die Spielchen, Meister. Admiral Monk hat alles zugegeben. Verstehe. Dann weißt du also, dass er mein Diener war. Und dass ich den Hinterhalt und Darth Vengeance Fehler inszeniert habe. Lass dich von diesem neu gewonnenen Wissen nicht verwirren. Das heißt, er hat mich doppelt geprankt. Da sind wir nicht bei Prank Bros. Das geht mich nichts an. Ich bin sicher, dass ihr dafür eure Gründe hattet. Und die muss ich nicht wissen. Du bist der perfekte Schüler. Wenn die Zeit reif ist, wirst du auf den neuesten Stand gebracht. Jetzt wurde das endgültige Ziel von Plan Null offenbart. Die Jagd auf den Jedi-Ritter Surrender führt dich nach Hoth. Kontaktiere dich, wenn du dort angekommen bist. Ja, Hoth. Dieser geile Schneeplanet. Ja, ich kann hier mit jedem talken. Boah, nächste Folge wird so geil. Okay, Wette, was ist los? Manchmal denke ich, dass es besser wäre, ein Mann zu sein. Zumindest, wenn man Sklave ist. Ich muss andauernd an meine Schwester Tiva denken. Sie war nicht stark genug, um in den Minen zu arbeiten, aber sie wurde von Jahr zu Jahr schöner.
Mutter hat versucht, es mit Schlamm und dreckiger Kleidung zu verbergen. Das heißt, deswegen willst du ein Mann sein, weil deine Eltern verborgen es, weil du schön aussiehst. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so ganz. Deine Mutter hatte Angst. Sie muss sich gefürchtet haben, dass man ihr Tilva für eine andere Arbeit wegnehmen würde. Eine andere Arbeit? Das ist schön umschrieben. Sei es drum. Ich habe ein paar Credits zusammengespart und einen Fahnder angeheuert, um Tilva und meine Mutter aufzuspüren. Ich müsste nur die imperialen Dateien im Schiffskomputer nutzen, um dem Fahnder eine Spur geben zu können. Geht das in Ordnung? Ja, geht dann natürlich. Natürlich, Wett. Wenn es dir hilft. Ihr seid klasse. In Ordnung. Sobald ich Zeit übrig habe, fange ich mit der Suche an. Ja. Gut, dann können wir nochmal mit den anderen beiden sprechen. Mit meiner Schülerin. Was war denn das jetzt? Mit meiner Schülerin? So, Jessa? Na, was gelernt? Meister, ich bin verärgert. Dann raus damit. Keiner sollte es besser wissen als du, Jessa, dass man nichts verdrängen soll. Mein Fehler, Meister. Ich werde es nicht noch einmal tun. Es wird deutlich, dass die dunkle Seite genauso fehlerhaft und unverlässlich ist wie alles andere. Hey, wenn ich mit Hilfe meiner dunkle Gabe Seite in die Galaxis hinaustaste, werde ich falscher Sith Lords gewahr, die sich insgeheim der hellen Seite zuwenden. Sag mir wer. Nenn mir die Namen und ich kümmere mich darum. Wenn ich es wüsste, hätte ich ihnen schon selbst die Augen ausgestochen. Als ob. Es wird Zeit brauchen, bis ich festlegen kann, wer und wo sie sind. Aber glaubt mir, ich werde sie finden. Ich bin froh, dass euch das ebenso beunruhigt wie mich. Es ist Verräter. Und Verräter werden ausgeschaltet. So ist das im Sith-Leben. Hier wird kein Verräter zurückgelassen. So, Quinn. Mein Sith Lord, ich habe mehrere verzerrte imperiale Signale über einen verschlüsselten Kanal verfolgt. Enorme Störungen. Ich konnte die Quelle identifizieren. Major Ovech, Kommandant von Moff Breusks Elite-Infiltrationseinheit. Aber das ist alles. Schon wieder Moff? Och Gott, nein, nicht schon wieder. Seltsam. Den Namen hört man immer wieder. Ja, Moff Breusk leitet ein großes Kontingent imperialer Truppen. Ich habe mit Major Ovech unter Moff Breusk gedient. Der Mann ist ein Anführer ohnegleichen. Moff Breusks Kommandoschiff antwortet auf keinen Kontakt mehr. Mein Gefühl sagt mir, dass da etwas nicht stimmt. Erlaubnis, das weiter zu untersuchen? Tut es oder lasst es bleiben. Ich wusste, ach, dass nein, ihr keine Zeit mit gesagt. Etwas verschwenden würdet, das nicht wichtig ist. Danke, mein Sith Lord. Ja, ist okay. Hast du noch was zu sagen? Mein Sith Lord, ich habe den Kanal freimachen können und bin den Meldungen von Major Ovech auf den Grund gegangen. Es ist ein Notfall. Ich stelle ihn jetzt durch. Gut. Mein Sith Lord, euer Captain ist wirklich einzigartig. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass irgendjemand meine Notrufe empfangen würde. Quinn ist der Beste. Er hat sich schon in vielen Situationen als unersetzlich erwiesen. Ich wünschte, ich hätte ihn immer noch unter mir. Dann wäre das gar nicht erst passiert. Moff Breusk schickte mich und meine Offiziere zu einem geheimen Waffenlager auf Kato Naimoidia. Nur geheim ist es jetzt leider nicht mehr. Wir sitzen hier fest, umzingelt von Streitkräften der Republik. Ich wollte Breusk bitten, den Rest meiner Einheit herzuschicken, aber er bewahrt Funkstille. Das ist noch nicht alles, mein Sith Lord. Das Schiff des Majors wurde von Breusks persönlichen Kommandos abkommandiert und hat den Befehl erhalten, sich nicht zu rühren. Jetzt reicht es aber wirklich. Das ist ja mal wieder typisch für Breusk. Lieber den Kontakt abbrechen und gute Soldaten sterben lassen, als einen Fehler zugeben. Ja, das ist halt wie bei der Politik. Einfach Fresse halten und sich nicht äußern. Typisch. Den meisten Machthabern ist ihr Ego wichtiger als ihre Integrität. Breusk allen voran. Der Feind hat kurz unterbrochen. Können wir nicht einfach ausschalten? Jetzt bereiten sie den nächsten Angriff vor. Das war's dann wohl für mich. Aber ich ergebe mich nicht kampflos. Ovech, Ende. Mein Sith Lord, Major Ovech wäre ein schrecklicher Verlust. Ich habe auf seinem Schiff gedient und kenne es wie meine Westentasche. Ich könnte es infiltrieren und versuchen, seinen Leuten wieder das Kommando zu verschaffen. Dann könnten sie sich am Kampf beteiligen. Na los,
Deine Chance. Was steht ihr hier noch herum? Macht schon. Ja, mein Sith Lord. Warum ist denn mein Charakter so... Mein Sith Lord, ich bin zurück aus dem Einsatz. Hektisch. Ich kann berichten, dass Major Ovech und die meisten seiner Offiziere gerettet wurden. Ich habe das ging ja schnell. Infiltriert und die Kontrolle über die Betriebssysteme. Eine Sekunde später, alle gerettet. Ich konnte feststellen, wo Ovechs Leute festsaßen, habe sie befreit und Moff Broisks Besatzungstrupp auf der Brücke eingeschlossen. Dann haben Ovechs Leute ihn gerettet. Preuß ist sicher nicht angetan davon. Der Moff muss außer sich sein. Ist es nicht herrlich, seinem Erzfeind eins auszuwischen? Mein Sith Lord, ich habe nur dafür gesorgt, dass ein wertvoller Aktivposten des Imperiums nicht vergeudet wurde. Sonst nichts. Ich danke euch für diese Gelegenheit und kehre nunmehr zu... Das habe ich auch nicht gesagt. Das ist wirklich gut gemacht. Gut, dann würde ich auch sagen hier, das ist auch was mit dem Part. Ja, ja, hi den Imperator. In der nächsten Folge gehen wir nach Hoth und das wird so geil. Hoth, dieser Planet, der bringt mir immer so Nostalgie-Flashbacks. Ja, wo Luke Skywalker einfach unter dem AT-AT einfach den da aufgeschlitzt hat und dann die ganzen Wachen getötet hat. Das war schon geil. Naja, ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.